Hi, heute machen wir Thai-Barbecue-Bratwurst selber. Dafür habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. So sehen die Thai-Barbecue-Bratwürstchen fertig aus. Und wie wir die gemacht haben, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Heute machen wir Thai-Barbecue-Bratwurst selber. Dazu habe ich mir Unterstützung geholt. Mein Kumpel Andreas ist dabei. Und wird mir dabei helfen, denn ich sag's euch, wie es ist, Bratwurst machen macht im Team am meisten Spaß. Ich habe das in der Vergangenheit, die ganz allerersten Videos auf meinem Kanal, mehr Guests selber gemacht, Salsiccia selber gemacht. Ein Fiasko. Ich möchte es nur so gesagt haben. Wir haben dazugelernt, inzwischen ist natürlich ein richtiger Wurstfüller am Start. Früher war es noch das Teil von der KitchenAid. Macht das nicht. Kauft euch, wenn ihr Bratwurst machen wollt, einen anständigen Wurstfüller. Macht das Leben leichter und das Ding hält ein Leben lang. Gut. Für die Thai-Barbecue-Bratwurst brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe mir bei Your Beef, wo ihr diese Bratwurst ja auch fix und fertig kaufen könnt. Ne, ihr müsst nicht den ganzen Aufwand betreiben. Ich wollte euch nur zeigen, wie es funktioniert, falls ihr das machen möchtet. Ich habe mir bei Your Beef 3,1 Kilogramm Mix bestellt aus Schweinenacken und Schweinebauch. Daraus besteht nämlich die Thai-Barbecue-Bratwurst. Und wer hätte es gedacht? Natürlich auch meine Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Des Weiteren, und so macht Your Beef das auch, hauen wir noch ein paar Thai-Chilis mit rein. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil wir ja schon eine ordentliche Schärfe in der Thai-Barbecue-Gewürzmischung drin haben, dass wir pro Kilogramm eine Thai-Chili noch mit dazugeben. Das heißt also drei Thai-Chilis. Und ja, das sind im Prinzip schon die Zutaten, die wir brauchen. Hier in der Schale habe ich einen entsprechenden Bratwurstdarm. Den darf Andreas gleich hier auf die Tülle aufzwiebeln. Das wird ein großer Spaß. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Fleisch. Dann würde ich sagen, machen wir nicht lange rum und legen los. So, wenn wir dann die Fleischstücke haben, müssen wir die uns noch ein klein wenig kleiner schneiden, damit sie besser in den Fleischwolf reinpassen. Außerdem werden wir das Fleisch, bevor wir es gleich wolfen, würzen. Dann vermengt sich nämlich die Gewürzmischung noch viel besser mit dem Fleisch. Wird direkt eingearbeitet durch den Fleischwolf. Knoten im Darm sind auch nicht wirklich hilfreich. Ne, das gut, dann hast du automatisch ein Ende. Ne? Die Thai-Chili, die werde ich mitwolfen. Ein bisschen kleiner schneiden wir sie allerdings. Das heißt, wir machen erstmal hier die grünen Enden weg. Und dann schneide ich die noch in kleinere Stücke. Und wie gesagt, überlasse dann den Rest dem Fleischwolf. So, kommen wir nun zur Würzung. Hier habe ich also meine Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Von der Menge her ist es genauso, dass wir im Prinzip diese Dose hier brauchen werden. Ich bin bei Royal Spice schon dran, dass es eine eigene Mischung für Bratwurst geben wird. So wie es die auch schon für Mediterran und für Bacon Goodness gibt. Die Videos dazu gibt es schon auf meinem Kanal. Schaut da sehr gerne nach, verlinke ich euch gerne oben. Wie gesagt, für das Rezept haben wir jetzt hier 3,1 Kilo Schweinefleisch. Das reicht genau für die 270 Gramm Thai-Barbecue-Gewürzmischung, die hier drin sind. Das heißt, wir geben die jetzt hier drüber. So, dann wird das alles gut miteinander vermischt. So, wunderbar. Das Fleisch ist gewürzt und drüben habe ich meine KitchenAid stehen. Da wird es jetzt gewolft. Hier habe ich meine treue KitchenAid mit dem Fleischwolfaufsatz. Und da muss ich wirklich sagen, nach all den Jahren, toi toi toi, noch älter. So, jetzt haben wir hier also die grobe Scheibe drin. Das ist ganz wichtig, also grobe Lochscheibe. Ich mag es, wenn die Bratwurst einfach ein bisschen gröber ist. So, dann schaltet man das Ding ein. Und los geht die wilde Fahrt. Das Brät lasse ich natürlich direkt wieder dann hier unten reinfallen. Und los geht's. Perfekt, dann geht's jetzt am Platz weiter. Hervorragend, schaut euch das an. Das Fleisch ist fertig gewolft. Ich habe in meinem Kühlschrank, das ist rein optional, habe ich noch ein bisschen Zitronengraspaste gefunden. Und ich bin der festen Überzeugung, das kann nicht schaden. Also geben wir die hier noch mit ran. Müsst ihr nicht, ne? Aber wenn ihr sie da habt, Zitronengras, es ist auch Zitronengras in der Thai-Barbecue-Gewürzmischung schon drin. Ja, aber es ist wirklich, es schadet nicht. Jetzt muss das Ganze ordentlich nochmal miteinander verknetet werden, weil wir zum einen noch jede Menge Gewürzmischung unten hier in der Schüssel drin haben. Das muss alles ans Fleisch mit dran. Also jetzt einmal ordentlich mit den Händen durch. Es ist übrigens empfehlenswert, das mit dem Wursten an einem kalten Tag zu machen, beziehungsweise eben das Fleisch immer gut gekühlt zu lassen. Das ist jetzt bei einer Außentemperatur von so um die 2-3 Grad kein Problem, deswegen können wir ganz entspannt sein.
Ja, mal ein Stück Thai Chili, das ich nicht. Jetzt ist die Frage, wollen wir. Machst du es noch ein bisschen kleiner? Weil ich glaube, wenn du die. Oh, da guck mal, das noch eine. Vielleicht hätte ich doch einfach mal das alles zusammengreifen sollen. Aber gut, deswegen sieht man das ja dann im Nachgang. Und sie muss rein. Ja, rein muss sie. Also ich glaube, ich habe irgendwie die gesamte Thai Chili vergessen zu wolfen. Hier sind viele Überraschungseier drin. Bitteschön. Geht's noch fleißig weiter. Noch ein Grund, warum wir das zu zweit machen. Noch ein Grund, warum das schön echte Handarbeit noch ist. So, ich hätte da noch ein bisschen Gewürz. Immer her damit. Vielleicht verteile ich von der Schärfe auch noch ein bisschen was auf die andere Hälfte, sonst könnte das gleich ein großes Hallo geben. Und im besten Fall morgen auch nochmal. Ja gut, also diejenigen, die Thai Barbecue Bratwurst schon mal bestellt haben bei Jobif, Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also die klopft schon kurz an, ne? Das muss man schon sagen. Da ist schon Schärfe dran, soll es ja auch. Allerdings ist die Schärfe auch ruckzuck wieder verflogen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da eine Stunde lang leiden werdet oder sowas. Aber man sollte sich gewiss sein, dass da der Name so ein klein wenig Programm ist, dass da also auch schon Schärfe dran sein kann. Kindertauglich nur bedingt. Richtig, genau. Wobei ich sagen muss, mein Sohnemann inzwischen, meiner auch. Dem ist das, der ist da abgehärtet. Das Brät für die Thai-Barbecue-Bratwurst wäre dann soweit. Jetzt geht das Ganze umzufüllen in den Wurstfüller. Einmal bitte nach oben kurmeln. Ja. Genau, dann einmal nach hinten klappen, genau, und dann vorausnehmen. Perfekt. Und ich erinnere mich, mit Schmackes rein. Richtig, vollkommen richtig. Jetzt geht es darum, das Brät nach Möglichkeit mit so wenig Luft wie möglich in dieses Teil zu befördern. Also in diesen Wurstfüller. Und dann in mich. Das ist richtig. Stell mal hin, dass ich das so... Das ist übrigens ein 5 Kilo Wurstfüller. Also da werden wir keine Probleme haben, das ganze Brät drin unterzubringen. Gut, also wir haben jetzt so lange gekurbelt, bis hier unten das Brät sich also am Ausgang zeigt. Jetzt gehen wir mit dem Darm ein bisschen und machen hier einen Knoten rein. So, und so ein Wurstfüller hat zwei Getriebe. Einen, der sehr, sehr schnell geht und einen, der ganz, ganz langsam geht. Ihr nehmt den, der ganz, ganz langsam geht. Das ist in dem Fall das untere. So, und jetzt ganz langsam losgekurbeln. Ich glaube, es ist besser mit der anderen Hand den Wurstfüller festhalten, sonst... Und los geht die wilde Fahrt. Weiter. Schaut euch das an. Man sieht wunderbar die getrockneten Kräuter da drin. Achtet ein bisschen langsamer. Okay. So, und wichtig ist, dass ihr quasi immer mit den Fingern hier so festhaltet, dass ihr den Darm so ein bisschen abstoppt, damit die Füllung da rein kann. Möglichst aber so, dass euch am Ende das Ding nicht platzt. Also bitte langsam weitermachen. Sekunde. Jetzt ist es passiert. Sollte es dann so sein, dass der Darm tatsächlich mal reißt, ist das natürlich kein Drama. Einfach ein bisschen was wieder rausdrücken. Das ist sozusagen das Ende, was dann die Wurst gefunden hat. Ein Messer. Drücken das einfach gerade so raus, machen hier hinten einen Knoten rein. Und die erste kleine Thai-Barbecue-Bratwurst-Schnecke ist fertig. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Das ist dann auch der Grund, warum man das mit dem Bratwurstmachen zu zweit machen sollte, weil allein habt ihr da gar keine Chance, das so hinzukriegen. Perfekt. So, wir sind am Ende. Das bedeutet, wir drehen die jetzt erstmal ab, beziehungsweise verschließen sie erstmal. Achso, da wollte ich gerade sagen, wo habe ich es hingetan? So, jetzt ist aber natürlich so, dass hier immer noch unten ein klein wenig Brät drin ist. Das heißt, wir schrauben jetzt zum einen. Am Ende, wenn das Ding leer ist, habt ihr aus dieser Biegung, die hier ist, kommt letztlich dann nochmal so eine Frikadelle raus. Das ist natürlich der hervorragende Hack, aus dem lässt sich dann eine Frikadelle basteln und die lässt sich dann vorab schon mal snacken. Oder du kannst ja ein sehr scharfes Mettbrötchen draus machen. Ja.
Jetzt geht es natürlich darum, das Ganze noch abzudrehen. Das bedeutet also, wir haben ja jetzt hier diese lange Bratwurstschnecke und wir wollen ja Bratwürstchen haben. Das bedeutet also, jetzt hier immer das Ganze ein bisschen abzudrücken. Dann drehen wir es ein bisschen. Dann geht es weiter. Drücken uns das nächste Stückchen ab. Und drehen dann in die entgegengesetzte Richtung. Und ja, portionieren uns jetzt so die Bratwürstchen. So, Bratwurst ist gedreht. Jetzt können wir sie vereinzeln. Die sehen absolut fantastisch aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Der Grill läuft schon. Und natürlich muss sie jetzt getestet werden. Unbedingt. Schaut euch das an. So sehen knapp 3,2 Kilogramm Thai-Barbecue-Bratwurst aus. Und wir machen gar nicht lange rum. Grill ist vorgeheizt und da geht's weiter. So, mein Eck habe ich mir auf 200 Grad vorgeheizt und habe auch den Expander eingesetzt, damit wir hier richtig was unterkriegen. Und habe hier einen Pizzastein drin, dass wir also erstmal indirekt garen können. Das heißt, wir garen uns die Bratwurst erstmal an. Oh, das sieht jetzt schon großartig aus, wird aber noch besser. Hier sind meine Thai-Barbecue-Bratwurst-Frikadellen. Und die legen wir jetzt hier auf die direkte Hitze, braten die richtig schön an. Und dann machen wir hier einmal das zurück und los geht's. So, kurze Zeit später machen wir mal auf und ich kann euch sagen, ihr riecht schon fantastisch im Garten. Und guckt euch die Farbe von den Würstchen an. Richtig geil. So. Wir drehen die Frikadellen mal. Die dürften bald soweit sein. Und auch wenn die Würstchen hier indirekt liegen, drehen wir sie auf jeden Fall mal. Aber die seht, Leute, guckt euch an, die sind wie gemalt. Die sind einfach wie gemalt. Super gut. Also Deckel zu, geht noch ein bisschen weiter. Oh, ich freue mich drauf. So, Leute. Es qualmt gewaltig und es riecht noch viel, viel besser. So, die Frikadellen können wir auf jeden Fall mal runternehmen. Und damit schon mal einen Anschnitt wagen von dem, was uns da später erwartet. Außerdem werde ich jetzt die Bratwürstchen mal auf die direkte Hitze ziehen, dass wir da noch ein paar Röstaromen dran kriegen. Weil gegart sind sie jetzt. Das Fett fängt jetzt auch langsam an auszutreten. Und ich sag mal so, das, was einem da so an das Auge kommt, das brennt schon ein bisschen. Das wird richtig großartig. So, die restlichen Würstchen habe ich einvakuumiert. Also zum einen natürlich auch als Bezahlung. Vielen Dank. Ja, gerne. Und zum anderen natürlich dann einfach zum Einfrieren. Wenn ihr Bratwurst macht, macht nicht nur die, die ihr direkt essen wollt, sondern macht direkt ein bisschen mehr. Einvakuumieren, wegfrieren, dann habt ihr immer ein bisschen selbstgemachte Bratwurst, wenn ihr sie braucht. So, und jetzt wollen wir natürlich mal probieren. Unbedingt. Vom Anschnitt her, wir haben schön eben den, die Kräuter eben drin, das Thai-Basilikum, den Koriander und so weiter. Und ich würde sagen, wir schnappen mal und sehr zum Wohl. Stößchen. Guten. Es ist, jetzt kommt sie nach hinten raus. Ich wollte gerade bemängeln, dass es vielleicht ein klein wenig mehr Schärfe hätte sein können. Es ist aber genau richtig. Ach, wirklich? Also wenn es jetzt wirklich noch ein, ganz ehrlich, wenn es jetzt noch eine Thai-Chili mehr gewesen wäre, wäre es sicherlich kein Schaden. Ja. Es kann natürlich durchaus sein, wenn ihr jetzt in dieser Bratwurst dann eben auf eine Thai-Chili trefft, dass es nochmal so ein bisschen nachhalt. Aber von der Würze her ist das hier richtig geil. Also ich muss mit Royal Spice sprechen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch eine Bratwurstmischung rausbringen für Thai Barbecue, damit ihr eben nicht diesen ganzen Dings da an die Wurst kippen müsst, weil das ist unverhältnismäßig teuer. Macht keinen Sinn. Aber da sind wir dran und das lohnt sich. Das ist eine mega, mega leckere Bratwurst. Beziehungsweise, das ist ja jetzt noch gar nicht die Bratwurst, das ist ja nur eine Frikadelle. Bratwurst, die wird jetzt gedreht und dann wird probiert. So. Meine Thai-Barbecue-Bratwurst ist fertig.
Die sehen absolut fantastisch aus und sie sind noch nicht mal richtig eingefallen. Die kommt jetzt vom Grill runter und dann können wir endlich probieren. Die Thai-Barbecue-Bratwurst ist fertig und jetzt nehmen wir sie mal. Und der unangenehme Teil. Aber hallo, jetzt lassen wir es mal ein bisschen kitzeln. Und so sieht sie angeschnitten aus. Und so sieht es aus, wenn man sie isst. Heiß ist sie. Was denn? Zu spät. Die kühle Luft von außen hilft. Mega. Aber auch hier, sie hat Schärfe, gar keine Frage, soll sie ja auch haben. Aber es ist wirklich nicht übertrieben. Nee. Das ist, würde ich noch sagen, breitentauglich. Also Leute, ich kann euch wirklich nur ermutigen, macht Bratwurst selber. Wie gesagt, die Mischung für Bacon Goodness und für Mediterran gibt es schon bei Royal Spice. Ich sorge dafür, dass es Thai Barbecue auch als Bratwurstmischung geben wird. Denn die Bratwurst rockt. Das kann man nicht anders sagen. Das ist eine richtig geile Nummer. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht die mal nach. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wieder über einen Daumen nach oben und freue den Kommentar. Solltet ihr noch keinen Abonnenten des Kanals, dann könnt ihr das gerne unten auf kostenfreie Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier von der Insta-Story gesehen. Schaut da gerne vorbei, da seid ihr einfach immer näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Selberwursten. Macht's gut. Euer Jan von Barbecue aus der Nest. Andreas, vielen Dank fürs Helfen. Immer gerne. Und ja, macht's gut. Bis dann.